Alles klar, Freunde. Herzlich willkommen beim neuen Video. Wie ihr seht, wir sind mal wieder ein bisschen unterwegs. Einen kleinen Mini-Ausflug machen. Und zwar auf den Affenberg. Johanna hat das jetzt hier. Neues kleines Bad Boy-Objektiv. Das haben wir gerade zu Leitzwecken. Und ja, deswegen sind wir mal auf den Affenberg. Ein paar Affen filmen und fotografieren und so. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz lustig, euch ein bisschen mitzunehmen. Und ja, ich würde mal sagen, wir laufen jetzt hier vor und ich zeige euch ein bisschen was. Jetzt ziehen wir unseren Mundschutz auf. Und dann ist das eigentlich auch safe. Willkommen auf dem Affenberg. Bitte die Sicherheitshinweise während des gesamten Parkaufenthalts beachten. Affen sind Wildtiere. Sie dürfen nie berührt oder gestreichelt werden. Also Freunde, ihr habt es gehört. Mundschutz tragen, Affen nicht ärgern, nicht anfassen, nicht rumschreien, nicht rumrennen. Also muss alles, ich mich... Ich wollte gerade sagen, ich sollte mich heute vielleicht ein bisschen zusammenreißen oder so ähnlich. Aber ich glaube, das könnten wir hinkriegen. Also, los geht's! Aber so ultra knuffig, wie sie da sitzen, sich gegenseitig lausen. Das ist schon echt süß. Da sitzt ja einer und klopft ihn. Das ist so lustig. Wie sie sich gegenseitig verklopfen. Echt cool, wir wohnen ja hier in der Nähe, ne? Also wir waren hier schon öfters. Und das ist echt cool. Man hat hier eben diese Wege, wo man rumlaufen kann. Bis vor Corona konnte man die Affen eigentlich normalerweise mit Popcorn füttern. Das war echt süß, weil sie haben einen dann festgehalten. Man konnte sie so ein bisschen streicheln, ein bisschen anfassen. Das ist schon echt mega cool. Jetzt aktuell leider nicht mehr. Da oben fighten sich gerade die Äffchen. Jetzt mittlerweile leider nicht mehr aufgrund von Corona. Deswegen sind sie nicht mehr ganz so nah, aber es ist trotzdem mega, mega süß. Genau da sitzt ein dickes Äffchen.
Hallo Äpfchen. Ich finde Affen sowas von cool. Voll die Knuffi-Tierchen, ey. Oh Mann. Also ich kann euch sagen, wenn ihr mal am Bodensee unten sein solltet, in der Nähe von Salem, also hier bei Konstanz, Überlingen und so weiter, lohnt sich das echt. Wenn ihr Affen lustig findet, dann kommt ihr hin und schaut euch die Äffchen an. Das ist echt sowas von mega knuffig. Das sind Werbeäffchen. Er ist schon ein lustiges Ding. Er ist sehr tiefenentspannt. Ja, er ist schon lustig. Wir haben soeben gelernt, dass hier auf dem Affenberg drei verschiedene Affenkolonien leben und die bekriegen sich tatsächlich nicht gegenseitig, das sind Streifzügler, das heißt, sie haben bestimmte Gebiete, in denen sie einfach leben, kommen auch mal ins Gebiet von anderen, dulden sich gegenseitig, aber vermischen sich nicht untereinander. Das heißt, diese drei Kolonien bleiben immer untereinander, aber wie gesagt, bekriegen sich halt einfach gar nicht so. Also sind untereinander auch eigentlich sehr friedliche Tiere, was ich ziemlich cool finde. So Freunde, wir waren jetzt im Affenberg und sind jetzt wieder zurück und draußen, wie ihr sehen könnt. Und wir laufen jetzt zurück zum Auto und dann würde ich sagen, nehmen wir die Fähre und einmal über den Bodensee drüber. Also, wir laufen jetzt erstmal zurück zum Auto.
Also Freunde, wie ihr sehen könnt, wir sitzen wieder im Auto und sind quasi runter vom Affenberg. War richtig cool, hat richtig Spaß gemacht und Affen sind einfach mega coole Tiere. Ich persönlich liebe Affen über alles. Wie schon gesagt, sieht man an meiner Mütze unter anderem. Unter anderem haben wir das ja gemacht, um einfach mal wieder rauszukommen, was zu machen, was zu erleben und unter anderem auch, um dieses eine Objektiv zu testen, was ihr gesehen habt. Also war echt cool, hat richtig Spaß gemacht. Wir sehen dann in den Videos, ob es funktioniert hat mit dem Objektiv und ob es cool ist oder nicht. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall uns erstmal was zu trinken organisieren, weil wir echt Durst haben und ich, wie ihr wisst, einfach so ein kleiner Süßgetränke-Junkie bin. Und dann fahren wir mit der Fähre rüber nach Konstanz wahrscheinlich, weil wir heute Abend noch tauchen gehen im Bodensee. Und da freuen wir uns schon richtig mega drauf. Vielleicht kriege ich das hin, dass ich irgendwie ein paar Aufnahmen unter Wasser hinkriege, vielleicht auch nicht, das kann ich euch nicht versprechen. Wir schauen mal. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn wir was zu trinken haben. Ich habe wieder mein Süßgetränk. Heute ist ein Grapefruit-Zitrone-Iso-Light geworden. Zuckerbedarf gedeckt. Mit Light-Produkten, super. Ja, wir fahren jetzt Richtung Fähre runter. Und dann ist der Plan, die Fähre nach rüber nach Konstanz zu nehmen. Sagen, los geht's.